Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ein neues Bier aus einem der Kalea Bier Adventkalender. Und wir schauen heute in den deutschen Kalender. Und da kommt das Rahner Kellerbier zum Vorschein. Rahner Kellerbier aus Rahn. Und was erwarten wir? Es ist ein Kellerbier, wird wie vor 50 Jahren naturtrüb aus unseren tiefsten Lagerkellern abgefüllt. Untergäriges Exportbier, also schon mal ein kleiner Hinweis auf das, was uns da erwartet. 93488 Rahn und was haben wir denn da an technischen Daten? 5,2 Volumenprozent Alkohol, ein Exportbier, das steht nochmal daneben. Und 725 Jahre Brautradition. Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Dann müssen wir uns jetzt mal auf die Optik verlassen. Fangen wir mit der Optik mal bei der Bottle Cap an. Schöner Rahner Schriftzug da drauf. Und dann machen wir die Flasche mal auf. Der ist am Boden gefallen. Kriegen wir später hin. So. Jetzt war ich eben gerade ein bisschen vorsichtig mit dem Schaum einschenken. Aber hätte ich gar nicht sein müssen. Ein helleres, nur ja, sehr leicht getrübtes Bier und auch trotzdem ich jetzt eben recht vorsichtig, aber zum Schluss dann doch etwas heftiger eingeschenkt habe. Es ist jetzt ein schöner weißer Schaum, der eher nicht am Glas hängt und oben zwar leicht cremig wirkt, aber in Wahrheit ist er auch nicht so richtig stabil. Er fängt sich nämlich schon an, unter meinen Augen relativ zügig aufzulösen. So, in der Nase. Ja, es hat ein bisschen was Zitrusfruchtiges, leicht, aber ansonsten ist es eher so malzig-strohig. Ja, es ist in der Nase jetzt nicht das Riesenaroma. Dann schauen wir, was der Geschmack macht. Cheers! Aha. Also was erstmal auffällt ist, es ist relativ wenig Hefe drin. Normalerweise hat man ja bei den Kellerbieren noch so eine leichte Hefigkeit mit dabei. Das ist jetzt ein Punkt, der hier fehlt. Es hat eine sehr subtile Bittere, lustigerweise. Ist aber ansonsten mit so einer leichten Süße, getreidig, malzig unterwegs. Also da schlägt dann das Exportbier ein bisschen durch. Aber ja, für mich ist jetzt tatsächlich die Frage, wo ist das Kellerbier oder wo fängt das an und wo hört das Exportbier auf oder umgekehrt. Wenn ich mich jetzt mit der Erwartungshaltung eines Exportbieres hier rangegangen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, naja, sind wir auf einem guten Weg. Aber für ein Kellerbier, es ist ja wie gesagt getreidig, brotiges Malz, sehr subtile, bittere, leichte Süße und hat eine schöne, sanfte Herbe auch noch mit dabei. Es ist vom Körper her gar nicht so stark. Schlanker bis ja, maximal mittlerer Körper und hat eine sehr cremig feine Kohlensäure, aber nicht zu intensiv. Und ist hinten raus, bleibt es malzig, süßlich, bittere verschwindet lustigerweise auch ein bisschen. Und es sind vielleicht noch so ganz leichte, herbe Hopfennoten mit dabei, aber es ist in Summe dann hinten eher malzig-süßlich im Nachtrunk. Es ist insgesamt ein für mich sehr, sehr süffiges Bier, kann man gut trinken. Erwartungshaltung Kellerbier auf meiner Seite jetzt eher nicht ganz erfüllt und auch ansonsten ist für mich relativ wenig dabei, wo ich sage, haha, das ist ein Rahner Kellerbier. Es ist dann doch ein sehr normales Bier, sage ich jetzt mal. Da fehlt so dieser typische oder der für dieses Bier typische Moment, wo ich sage, ah, das war's jetzt. Es ist dann doch sehr, es ist nicht gemein, wenn man sagt, es ist ein sehr gewöhnliches Bier. Trotzdem trinkt sich sehr gut. Rahner Kellerbier, heute im Kalea Bier Adventkalender
aus Deutschland von ProbierTV für dieses Bier 3 von 5 möglichen Punkten für das Rana Kellerbier. Ein Export mit 5,2 Volumenprozent. Bitte nicht vergessen, dieses Bier auch in der kaleabiertasting.app zu bewerten. Ich bin sehr gespannt, welches Bier dieses Jahr aus diesen verschiedenen Kalendern, in denen ich ja unterwegs bin, das Rennen macht. Es sind ein paar Favoriten von mir, auch schon ganz weit oben. Und bin mal gespannt, wie ihr das seht. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder mit dem nächsten Bier aus einem der vielen Kalender vom Biertasting Club. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis morgen. Bis dahin. Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.